Sehr geehrte Damen und Herren, heute verrate ich euch das Geheimnis von meinen Haaren, wie ich als Mann so schöne Haare habe, dass ich sagen kann, dass ich vielleicht auch schönere Haare von vielen Frauen habe und so kräftige Haare. Jetzt sage ich euch, ihr denkt ganz sicher, ich benutze jetzt viele Kosmetik und so teure Sachen. Nein, mich kostet meine Haare jährlich 50 Euro. Alpecin benutze ich. Also das habe ich nicht früher benutzt, aber das benutze ich in der letzten Zeit und ist noch besser geworden. Also meine Damen und Herren, jetzt denken Sie ganz sicher, ich wasche meine Haare jeden Tag. Wissen Sie, ich brauche 45 Minuten für die Haare, nur dass ich die fertig kriege. Und Sie wollen mir sagen, ich wäsche jeden Tag, niemals. So, meine Damen und Herren, ich mache die jetzt gerade auf, weil ich die waschen will. Weil ich wasche meine Haare nicht jeden Tag. Ich sage, wenn ich euch jetzt sage, dass ich in der dritten Woche bin, ohne Waschen, das würdet ihr mir jetzt nicht glauben. Aber das ist so. Ich wasche meine Haare nicht so oft. Die sind so stark und kräftig. Meine Damen und Herren, seht ihr, das sind 3 Wochen nicht gewaschene Haare. Aber jetzt mache ich die gleich waschen. So, zurück zum Geheimnis. Das Geheimnis von meinen schönen Haaren. Es gibt kein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob das mit nicht waschen zu tun hat oder mit Alpecin, aber ich hatte ja früher auch kein Alpecin. Weiß ich nicht, seht ihr, das ist 3 Wochen nicht gewaschen. Jetzt gehe ich waschen. Also ich bin heute vielleicht ein bisschen, 3 Wochen, 2 Tage, so ungefähr. Also das Geheimnis. Das Geheimnis ist meine Mama. Das habe ich von meiner Mama geerbt. Meine Mama hat sehr gute Haare. Mein Bruder hat nicht so viel Glück gehabt, aber ich schon. Und ich liebe meine Mama. Die hat mir schön was hinterlassen. Das ist das Geheimnis. Es gibt kein Geheimnis.